Herzlich willkommen zu meinem zweiten kommentierten Let's Play, heute auf der Map Wankendorf und mit Paul und Kevin. Schinken. Moin. Ja. Moin. Schinken. Ach Gottchen. So, Linie 1 Richtung Stadtkrankenhaus. Ja, welche Map? Grundorf oder was? Na, Wankendorf. Die neue. Also ich spiele jetzt auf meiner Eigenbau-Map, die habe ich irgendwo im OMSI-Forum gedownloadet. Nee, wir fahren auf Grundorf. Und ich heiße Julian T. Yep, Grundorf. Pfeife. Ich habe noch 3 Minuten Verfrühung und du? 2,3. Ohne Witz. Ich wollte, also gestern, ne? Ich wollte gerade losfahren zum Geburtstag, schön saufen und so. Der schreibt mir einen guten Abend. Wer? Ja, Julian. Ach so. Hey. So ein bisschen Smalltalk-mäßig, wie geht's? Und ich so, gut, keine Zeit, verpiss dich. Du fährst mit Opa zum Geburtstag. Ja, nach Namm, das ist ein kleiner Stadtteil und das ist nicht weit weg. Oh, ich hab also, zwei Fahrgäste. Dann besaufen und dann zurückfahren? Nee, dann besaufen, da pennen und wieder zurück. Ja, schön. Alter, ja, auch sehr schön. Schon zwei Fahrgäste. Motherfucking awesome. Bei mir ist kein Mensch. Was? Also, Menschenleere, ja. Ja, hoffe ich doch. Bei deinem Fahrstil, ja, ne? Schön, ne? Ja, ja, klar. Du hast wenigstens keine nervigen Fahrgäste. Ich rede mal Smalltalk. Eben, kein Manfred, der nervt. Das ist... Ja, gleich siehst du auf einmal nur Manfred. Jetzt noch, Sekte. Noch 50 Sekunden, Paul, ne? Ich hab mal eineinhalb Minuten. Ich weiß nicht, was ich heute Abend hochlade. Ja, wir fahren jetzt einfach los. Also Paul, der weiß ja, was ich heute Abend hochlade. Hier ist sowieso keiner mehr, also lass uns losfahren. Ja. So, warte, ich habe jetzt eine Minute vorgespult. Als... Nö, die lasse ich jetzt auch nicht mehr rein. So, ich fahr los. Ich auch. Die lasse ich jetzt nicht mehr rein, ey. Wow, Auto. Ja, smart. Das ist auch ein scheiß Verkehr hier. Verdammt. Ja, Unfall. Wir sind smart reingefahren. Wir sind DHL-Wagen reingefahren. Wir sind smart reingefahren. Ja gut. Ja, FL for the win. Ein kleiner negativer Punkt der Map Wankendorf. Also, was sagst du? Oh, jetzt laufen mir gerade zwei Leute hinterher. So kann ich fahren, ohne dass mir jetzt jemand rein... Ja, den lasse ich noch vor. Ich zeig dir einen richtigen Hasen. Nee, danke. Heute mal nicht. Okay, kommt keiner. Jetzt kann ich losfahren. Karte in der Straße. So, ich stehe jetzt in dieser komischen, gleich an dieser komischen Ampel. Ey, meine ist jetzt grün geworden, also. Ja, meine ist jetzt auch grün, aber wie, der fährt mir jetzt auch noch rein, Leute, ne? Ey, die laufen durch meinen Bus, was geht hier ab? Ich hab die gar nicht mal einsteigen lassen. Was für eine Karre fährst du? Ja geil, jetzt fahren die hier nicht. Aber wir beide fahren Ende 1. Tobi, was fährst du für eine Karre? Ich fahr auch ein Ende 1, so. Ich hab mal gerade nochmal gecheatet, weil bei mir sind irgendwie so zwei Leute gefahren. Ja, ich bin jetzt schon an der nächsten Haltestelle. Ich rate in der Straße, ne? Karte in der Straße. Ja. Gut gemacht. Gut gemacht. Endhaltestelle. Ja. Einzelfahrt gesagt. Ey, der hat das gut gemacht, muss ich sagen. Was? Sieht gut aus. Ich hab besseres gesehen. Ja. Ist ja, nicht schlecht, aber es sieht besser aus. Ja, Hamburg ist besser. Ja gut, Hamburg ist ja auch Payware und da musste man ja auch Geld für zahlen. Ja, musste man Geld für zahlen. Muss man. So. Nicht kein Hobby. Karte nach Geld. Mahlzeit. Ey, Mahlzeit. Ey, die reden sogar hier auf... Das sind sogar die Hamburger Stimmen. Wie geil ist das denn? Das ist sehr einfallsreich, ja? Erste Haltestelle Kartenerstraße, zweite Haltestelle Latenerstraße. Ja, aber... Sehr einfallsreich. Und drittes Haltestelle bestimmt Schinkenerstraße. Ja, die Schinkenerstraße. Nee, aber ich find's sieht sehr gut aus. Ja, ja. Ah, Kickdown! Bist du nicht hin mit deinem Kackkarren da? Der N1, der hat jetzt seit dem neuesten Update da dieses Klacken, wenn man Gas gibt, das ist nervig. Ja, ich hab noch nicht das Update drauf gemacht, weil mich nervt das so, dass keine Wassertropfen mehr auf die Frontscheibe kommen. Ich habe überhaupt kein Update von Hamburg gehabt. Auch. Und da ich sowieso selten in letzter Zeit Hamburg fahre und eher mit dem N1 und das Update für den N1 nicht viel gebracht hat, Was fahre ich großartig? Ich fahre, lass mich überlegen, ich fahre NL. Mit dem Neoplan-Skin? Mit der LCD-Matrix, das ist richtig geil. Hast du selber reingehauen oder was? Hier. Das ist also eine Busfanat-Matrix auf LED mit einer anderen Font. Ach, das ist nur der Hintergrund. Und eine andere Font drauf, ne? Ja, und die ist nicht so wie die Matrix, so einzelne Zeilenstellen, sondern direkt auf Anhieb. Das ist geil. Ah. Wie sieht das? Wechselzielen und so, das sieht richtig schön aus. Das Strandshuttle Repaint sieht auch irgendwie geil aus, obwohl wir gar nicht Linie 111 fahren, aber egal. Ich weiß nicht, ich kenne das irgendwoher. Also ich meine, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, außerhalb von Wanken. So. Die Side City. Genau. Ja, die war geil. Bist du schon bei der Latener Straße gewesen, Paul?
bin nächste Haltestelle Hedwigstraße. Oh, ich bin auch bei der Ladener Straße, aber ich nicht vorankomme hier. Und ich bin auf dem Windows-Desktop. Windows-Desktop. Ja, klasse, dann sag doch, dass du nicht einsteigen willst. Das ist ein Payware-Add-on, tut mir leid. Oh, schade. Oh. Also bist du Beta-Tester. Ja, genau. Und ich bin Beta-Tester vom Titaro gelenkt. Hallo, links vor rechts, ich hab Vorfahrt. Nix, Ein Fall für Schinken. Scheiß Müllwagen, ey. Sie blockieren alles hier. Also irgendwie kommen bei mir die ganze Zeit so komische Schatten. Dann ist plötzlich alles dunkel, dann ist es wieder hell. Cool. Hab ich nicht, ne? Na. Fahren wir einfach von der Außenansicht. Ah, das ist der normale Schatten. Das sind von den Bäumen irgendwie. Manfred. So, Gamser Weg. Bin ich noch richtig? Ja, ne? Oh, ich denke schon. Ach, hier will ja auch schon wieder keiner einsteigen. Manfred will auch nicht einsteigen. Hab ich Glück gehabt. Bist du auch gerade eben schon in dieser Gartenanlage hier links vorbei gekommen? Denk mal schon, wenn ich vor dir bin. Also wenn ich weiter... fahren wir die auch irgendwie die Hamburger Autos rum? Ja. Schulzentrum. Geil gemacht, sowas kommt jetzt. Ich bin jetzt bei Voy Stadt Stadion. Aber was mich stört, ist, dass das KI-Busse mit Hamburger Repent hier rumfahren. Ja, den könnte man ja nochmal verbessern, aber für den Anfang. Ich finde es geil, dass die auf jeden Fall 3 Versionen gemacht haben. Die Map ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber es gibt auf jeden Fall Besseres. Aber groß meckern kann man gar nicht. Nö, nee, bist du gerade an diesem Haus vorbeigekommen, wo Voy Stadion draufsteht? Ja, das ist die Kreuzung, ja. Ja, ich könnte ein bisschen vernünftiger fahren, das Problem ist. Du vernünftig fahren? Ja, ich kann sehr gut vernünftig fahren. Das sind die meisten Unfälle, ja. Ich habe noch gar keinen Unfall, ich habe nur 2-mal mit F11 gecheatet. Dann zeig deine Farbe. So, ich bin jetzt bei... Ludwigshafener Straße, nee, Redwigstraße. Redwigstraße, da bin ich schon. Ich bin schon im Schulzentrum. Ich bin immer noch, ich war gerade im Blender. Blender. Ich hab auch immer versucht, irgendwie mit Blender klarzukommen, aber... Ich hab gehört, heute Abend, habe ich auf Facebook gelesen, heute Abend kommt was Schönes, Alpha-mäßiges. Da kommt bestimmt so ein Alpha-Schild, so ein 30er-Schild, Alpha-30er-Schild. Nee. Das würde ich nein. Es ist ein Haus, wo dieser Alpha-Fisch drauf ist. Das Mathe. Ja, geil. Kenn ich zwar nicht, aber... Was? Ah, das ist wieder sonnig. So, musst du jetzt auch irgendwie links abbiegen? Ich bin jetzt auch gleich beim Schulzentrum. Alpha. Hey, Straßenschäden, die sind gut, ja. Kennst du diesen Alpha-Fisch nicht? Nein, was ist das? Ist das dieses, was Christen immer auf dem Autokleben haben, dieser Fisch? Ja, Kreis? Genau das. Ach, das ist ein Alpha, macht das. Schulzentrum Mathe? Abfahrt E-Wagen. Ja, sowas ähnliches, warte. Erstmal liegt ein Teamspeak posten. Ja, weil ich jetzt hier richtig? Kann, ja. Ne? Ja, du drückst die Windows-Taste und dann. Ne? Also irgendwie habe ich erst 2 Fahrgäste, aber ignorieren wir mal. Ey, fahr doch! Ich habe nur einen und der steht, obwohl der Bus leer ist. Hä? Komm, ja. Ja, bei mir steht, glaube ich, auch... Ja, bei mir stehen auch 2, obwohl alle sitzen, fast alle sitzen. Hey, jetzt habe ich 50 Sekunden Verfügung. Beweg dich, Golf 5. So, muss ich jetzt hier links abbiegen, ja, ne? Ja. Boah, Golf 5, boah, Alter. Wie viele Linien hat die Map jetzt eigentlich? Ich blick da irgendwie nicht durch bei diesen Linien und Einsatzwagen. Ah, habe ich auch nicht gesehen. 24. Nee, 24? Die Antwort auf alles ist 42. Nein, die Antwort auf alle Fragen 24. ist Schinken. Nee, nicht Schinken. Schinken ist voll von übergestern. Tobi, du bist voll behindert, Alter. Nein, das ist natürlich die Ampel rot. Schinken sagt man nur, wenn man Aufmerksamkeit haben will. Ja? Ich bitte dich. Sag mal, Paul, ist das nur bei mir so, oder muss ich die Bremse nur streicheln, damit der N1 mir voll in die Hufen geht? Schlimm, Schinken. Ne? Schinken. Oder hast du, als du das G27 kalibriert hast, die Bremse nicht voll durchgetreten? Ich habe die immer voll durchgetreten, weil das Gas ist jetzt auch wieder besser, nur die Bremse irgendwie, ach, egal. Streichen wir. Ja, N1 habe ich das auch. Ja, dann musst du sie einmal durchtreten, dann loslassen, dann funktioniert das. Ja, das erinnert mich an Bussimulator 2012, ja. Die Mini-Rockler. Obwohl du richtig reingedrückt hast, ja, dann hast du voll durchgedrückt. Der Bus stand. Ohne irgendwie Bremsweg oder so, der Bus stand. Einmal Bremse durchgedrückt. Ja, die Qualität von Bussimulatoren außer OMSIS ist generell ziemlich im Eimer, meiner Meinung nach. Aber der geilste war doch immer noch Bussimulator 2009. Genau, ey, den habe ich die ganze Zeit gespielt, weil man da die ganze Zeit die eigenen Strecken machen konnte. Ja. Das war der geilste Simulator, den ich jemals gespielt habe. Das war damals der geilste, danach kam OMSI und der war richtig gut. Boah, ich habe die ganze Zeit so Scheißschatten, Mann. Nee, gehabt. CBS hatte ich mit CBS 2010.
mit Regiobus Usedom Add-on. Ja, den hatte ich nie. Ich hatte nur den New York, ja. Aber Usedom hatte ich nie. Moin. Mit dem Line City Regio. Ist war der gut, der Line City Regio? Ja, bei ja, Junge. Aber scheiße. Kann man den eigentlich, könnte man den, Regio oder wie der hieß, könnte man den eigentlich in OMSI konvertieren? Nein. Weiß ich nicht. Also der war schon geil, der war wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Ich weiß noch, wie wir uns letztes Weihnachten haben sich alle übelst gefreut, wenn der Shortbox irgendwo stand. Ja, ich krieg jetzt Bus Simulator 2013 und so richtig geil. Und dann haben wir es alle bekommen, dann war es scheiße. Oder was damals geil war, die ganzen Add-on-Karten, die aus Phobos da reinkonvertiert wurden. Zum Beispiel in N1 oder sowas. Oh, Junge, wie voll abgefeiert. Phobos habe ich nie richtig gespielt, also ich kannte das gar nicht. Nein, also aus CBS, da gab es doch komische Add-ons. Ach so. Seite. Ja. Ich wusste nie, dass es sowas gibt. Alter, wie geil sieht das hier aus in Wachendorf. Uah. Okay, ja, Fail. KI fährt über Rot hier nach der Marienkirche. Ja, da kommt ein LKW. Uah. Nicht! Boah, ich dachte schon, der wäre mir reingefahren, ey. Oh. Fernlicht anmachen. Hui. Das siehst du gar nicht, wenn du Fernlicht anmachst beim N1. Ja, da gab's aber jetzt schon mal so ein Lichter. Lichtfix, dann sieht man das. Den wollte ich mal reinmachen, aber da war ich zu faul. Ja, das ist einfach das normale Licht und das plötzlich so ein Fernlicht da umscheint. Ja. Oh, wow. Das ist sehr, sehr, sehr toll. Ja, sehr toll, das einfach. Hört die. Motiviert. So, jetzt kommen 1, 2, 3, 4 Leute, was weiß ich. Ah. Das ist gutes Deutsch. Junge, ich habe 200 motherfucking Likes auf meiner Seite, das geht nicht. Ich nicht. Ich habe auf YouTube gerade mal 6 Follower. Abonnenten? 6 Abonnenten? Ja. Da muss ich ja Werbung für meinen Kanal machen. Ja, ich habe gestern zum allerersten Mal ein Let's Play gemacht auf Römerberg, ja. Ach, mein YouTube-Kanal, der hat 35 Abonnenten, glaube ich. Ja, aber auch nur also wegen der Let's Player-Kanal von unserem Team hat 31 Abonnenten und 727 Kanalaufrufe. Läuft. Ich habe ein Video, das hat über 20.000 Aufrufe. Ich Let's Play auch. Half-Life 2 003, Swag und so. Geil. Half-Life 2? Schenk habe ich auch. Habe ich auch, ja. 333 Megabyte. Illuminati. Ah, hast du auch in N1-Version runtergeladen? Sicher. Ja, die ist gut. Denkst du, ich bin so eine Pussy? Hey, ich fahr N2! Jetzt ist es irgendwie durch die Schatten so dunkel hier, dass ich mal das Innenraumlicht anmache. Ich fahr die ganze Zeit mit Licht. Ich könnte auch mal... Nee, die Autos fahren ja alle noch nicht mit Licht rum. Ich hab keinen Bock mit Licht zu fahren. Langweiler. Nachläufer. Also ich muss jetzt links fahren, aber warum fährt jetzt vor mir? Doch, jetzt fahren wir. Apropos Nachläufer, habt ihr die Bilder vom GN2 oder so im Showroom um sie vorhin gesehen? Was hat der vom Nachläufer? Gibt's Bilder vom GN2? Oh, hab ich gar nicht gesehen. Vom Nachläufer gibt's Bilder vom Innenraum. Wollte der die nicht mit Pedro machen gemeinsam? Hä, ist jetzt hier eine Haltestelle? Weiß ich nicht, aber der... Ja, der 2x Folge 3, das ist gar nicht. Oh. Mit dem schönen Pedro, der Sport. Ey Mann, ich muss unbedingt meine Bremse kalibrieren, jetzt langsam nervt's mich. Junge, du drückst sie einmal voll durch und dann lässt sie wieder los. Ja, aber doch nicht in OMSI. Ja, sicher. So, jetzt habe ich sie einmal ganz durchgetreten. Ja, lässt sie los und sollte bremsen. Tobi, wo bist du gerade? Ich bin jetzt beim Börsenplatz. Bin am Hauptbahnhof schon. Ja, du bist vor mir da. Ja, aber ich habe trotzdem komischerweise, bin genau pünktlich. Ich habe 0,6 Minuten Verspätung. Was? Ja. Ich bin genau in der Zeit. Dann haben wir aber irgendwie nicht diese... Oh, Vorgang für die nächsten 1281 Konflikte durchführen. Ja, komm, gib mir. Moin. Bin halt ein sanfter, lieber Busfahrer. Das Einzige, was mit dem Hamburg-Patch für den N1 besser geworden ist, ist, dass man irgendwie den Sitz so hoch und runter machen konnte. Was keinen Sinn hat, weil... Was soll das? Ist nur eine kleine Spielerei. Ich bin gerade der wieder... Fahrer bewegt sich nicht hoch und so und bla. Und also ich muss unbedingt OMSI fahren üben. Das ist nur eine schlechte Spielerei. Wisst ihr, was ich jetzt... Aber da gab es auch schon wieder einen Bug. Das ist, wenn man nämlich neben dem Fahrer diese komischen Pendel hier bewegt hat, dann ist der Sitz hoch und runter gefahren, habe ich gesehen. Das Update ist nicht so gut. So der Burner geworden. Das Einzige, was ja eigentlich gut war, ist, dass bei der Hamburg-Karte diese 100 unnötigen Kacheln entfernt wurden. Ja. Wobei es davon auch schon bei OMSI Report einen Download-Link gab, wie man das wegmachen konnte. Ja. Ja. Ich fahre Hamburg gar nicht so oft. So, ich bin jetzt ZOB Hauptbahnhof. Ja, ich bin gerade über die Ampel. So schlecht ist die Map gar nicht, also... Ich finde die auch richtig gut gestaltet, also... Einfach wie Straße, ey, leck mich. Im Gegensatz zu anderen Maps finde ich sie sehr gut. Leck mich im Arm! Kennst du das? Sicher.
Oh, das ist so geil. Oh, da habe ich mich so weggeschmissen drauf. Leck mich im Arsch! Definitiv zu viel. Das ist definitiv, ey. Dachchen. Nein. Ansagen für Standard. Französisch? Französisch. Französisch? Französisch, du Idiot! Französisch? Bonjour, Französisch. Ich hab Französisch und ich schreibe nächste Woche eine französische Klassenarbeit. Französisch scheint ja gut zu können, ne? Ja. Französisch. Bonjour tout le monde. Also, nein, ich rede nicht von dem Französisch. Baguette. Na, es Baguette? Gibt noch ein anderes Französisch. Ja, das ist oder Croissant, das ist das einzige, was der Kevin kann. Nein, ich kann auch Bonjour und Salut, ja. Boah, über drei. Salut, was heißt das? Was? Salut heißt Hallo oder irgendwie so. Tschüss. Hier, je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle Busfahrer, ja, das klingt gut. So musst du mal in Frankreich rumlaufen. Ja. So, ich bin jetzt bei der, wie heißt das hier, Mitscherlichstraße, ne, was? Bin ich gerade weggefahren. Mitscherlichstraße, was ist denn das für ein Name? Bin gerade weggefahren. Mann, also, ich bin irgendwie ziemlich abgelenkt in letzter Zeit. Du solltest auch beim Busfahren nicht aus dem Fenster gucken, sondern auf den Bildschirm. Ja, das muss ich noch lernen. Ist ja schön, die Landschaft. Das ist war der schön. Wind. Ja. Wenn du Vollgas, dann läuft das Ding schon 50. Also ich bin in dieser Fahrt erst für zwei Unfälle verantwortlich. Ich hatte einen und das war so ein Scheiß. Ja, ich unterschätze. Ja, das war am Anfang bei mir, aber ich... Ja, Prost Mahlzeit. Ich unterschätze bei mir immer meine Bremse. Ich denke mal, die bremst jetzt gleich, aber dann bremst sie doch nicht. Mein Weiß. Niveau ist wirklich... Boah, ich habe das Niveau richtig angehoben. Richtig toll. So, ich also bin jetzt bei der... So, Stadtpark bin ich jetzt. Ach, die Olle aus dem Hamburg-Ding, ey. Kein mein Nahbereich, die mit der hohen Stimme, ey. Ach. Oh, schlimm. So, dem fahre ich jetzt mal nicht hinten drauf. Guck, ich habe heute nicht einmal Gas gegeben. Eine Tageskarte, bitte, Mami. Nee, du musst mit dem Notbetrieb fahren, das macht richtig Spaß. Notbetrieb? Ja. Ach, wo du die Türen während der Fahrt öffnen kannst? Ja, das auch, nee, wo der Bus die ganze Zeit von alleine Ach Gas so, gibt. Wo der Bus einfach Gas gibt, ja, das genau. ist toll. Aber du darfst ihn nicht bei laufendem Motor anschalten. Also mach ihn bei laufendem Motor an. Ja, ich habe ihn bei laufendem Motor angeschaltet, deswegen kriegt er auch Gas. Wusste ich gar nicht, dass es gibt. Naja. Getarderausfall. Nice. Bremerstraße. Mein Lenkrad ist auch gar nicht laut oder so. Nein. Ja, gar nicht was laut. Ist denn hier? Deine Mutter, die... Deine Mutter mit Güterzügen. Fail. So ein schönes G20 wie Tobi und ich haben. Ja, ne. Dann hast du diese Probleme mit der Lautstärke nicht. Nein, ich bin ganz zufrieden mit dem Lenkrad. Ja, Alter, je, guck mal, jetzt ist bei uns strahlend blauer Himmel und die Sonne prellt mir genau ins Gesicht. Oha, aber meine Eltern werden wahrscheinlich trotzdem zu Hause sein. Ja, jetzt kannst du sie auch grüßen, wenn sie schon mal erwähnt. Jetzt kann man sie auch mal grüßen. Wink mal. Ey, geil, hier stehen ja Autos sogar. Okay. Boah, dieser Scheißschatten, ey. Also an meinem Omsi liegt's nicht. Dann ist es ein Bug von der Map. Nee, ich hab das nicht. Also ich hab irgendwie immer Fehler. Boah. Also im, am Omsi hab ich immer Fehler. Tobi, du musst dir einen neuen Computer kaufen. Nein, mein Computer ist noch ganz gut. Er ist anderthalb Jahre alt. Ich glaube, dein Lüfter ist kaputt, deswegen hast du Grafikprobleme. Mein Lüfter? Ich glaube, ja, du hast zu viel Arbeitsspeicher. Ich glaube, du hast zu viel Arbeitsspeicher. Nein, ich denke mal, das ist das Problem. Also kannst du die Hälfte davon gerne abgeben. Nein, Tim, du willst viel Arbeitsspeicher. Was hast du? Du willst viel Arbeitsspeicher noch. Wie viel? Keine Ahnung. Siehst du, da vorne ist ja genau wie gestern in Römerberg, so ein komischer Schattenbug. Also, ich glaube, ich muss Omsi nochmal neu installieren. Grafiktreiber ja vielleicht? Ja, ich glaube, nein, ich, was hast du für eine Grafikkarte, Paul? AMD Radeon HD 7770. Ist die Grafik ist Nvidia, aber hatte ich nicht Nvidia? Ne, das war was anderes, oder? Nvidia GeForce GT 330. Oh. Ne, ich habe Nvidia GeForce 560 Ti. Ja, Ti ist gut, Ti ist fast doppelt so gut, also... Die sind so Tuning-Versionen, sozusagen. Ja, ich hatte meinen PC bei eBay gekauft und da war, der hatte den selbst zusammengebaut, der Verkäufer. Ja, aber eBay... 700 also, Euro und ich hatte bis jetzt in zwei Jahren hatte ich überhaupt noch keine Probleme. Außer, dass vorne bei mir irgendwie mein Mikrofon... Also wenn du
wenn du bei eBay für deinen PC 700 Euro bezahlt hast, ja, dann hättest du den, wenn du ihn selber zusammengebaut hättest, bestimmt 550 bis 600 nur bezahlt. Ja, wäre dann nur nicht die Tatsache, dass ich keine Ahnung habe, wie ich sowas zusammenbaue. Das ist nicht schwer. Ich habe mein selber zusammengebaut. Mein Bruder hat seinen auch zusammen selbst zusammengebaut und da gab es übelst viele Fehler am Ende. Die sind schlecht. Ja. Wollte mal Folge. Ja, jetzt will jemand aussteigen, also wollen die mich eigentlich verarschen? Einmal den Nahbereich. Einmal den Nahbereich. Innen. Ja, mein Mahlzeit. So, Paul, wo bist du? Ich bin. Ja, Brust Mahlzeit. Europastraße, gerade abgefahren. Ich bin jetzt gerade an der Bremer Straße. Ach, da war ich schon auch vor 10 Jahren. Geil. Vor 10 Jahren. Nee, ich bin jetzt bei der. Wie heißt sie? Wissenerbrücke Straße? Wissenerbrücker Straße? Ja, nee. Stadtwerke, Linie 6. Ach, du bist jetzt auch schon auf der Map, Kevin. Ja, ich will gerade einen Bus spawnen. Du bist aber... Nein, kein Summer's F abheben. Pass auf, Paul, der holt uns noch ein. So wie der fährt? Ja, Junge, durch Büsche, durch Bäume, das geht. Ja, Kollision aus und dann noch Bus auf... Ach, Osnabrücker Straße. Ne? Ja, ich krieg schon hin. Osnabrücker Straße, weniger Paul. Passiv rauchen. Ja. N4016. Hast du ZF? Hast du ZF da drin? Was, 4016? Ah, ZF ist der Originalsound, ne? Nee, dieser komische NL mit dem Neoplan-Skin-Ding. Ach so. Da. Neoplan-Skin? Ach so. Ist das dasselbe wie der MAN9 City mit dem Citaro-Skin? Das sieht wenigstens realistischer aus. Wisst ihr noch, der Mod im Omsi vom der Line City ganz normal mit Citaro-Lenkrad? Das war voll gay, ey. Ja, aber das war nur das nächste Game, ey. Gay Action. So, ich starte am Zopp Hauptbahnhof. So, ich bin jetzt an der Europastraße. Ah, nicht. Ja, da kann ich mich auch noch hinbegeben. Nur gerade vom Sanderweg weg. So, was für Linien fahren denn vom Zopp ab? Ich muss jetzt hier links fahren, ins N1 Stadtkrankenhaus, ja. Ich fahr jetzt hier einfach mal links, man kann ja nichts falsch machen. Der Neoplan sieht sehr, sehr hübsch aus. Gestern in Römerbeck bin ich falsch gefahren, musste irgendwo bei einer Tankstelle wenden. Wenn ich falsch war, dann habe ich meistens keinen Bock mehr, mach gleich das ganze Spiel aus. Ja, das Problem ist, ich hatte gestern Let's Play am Laufen, das wäre scheiße und ich bin extra so schön gefahren. Ich habe so eine schlechte Angewohnheit, dass ich Rage quitten muss, wenn es läuft. Auch bei Formel 1 2013, ja, wenn ich mal nicht hinkriege, was ich will, dann einfach Alt und Tab und Spiel weg. Also. Was ist denn das hier für ein Scheißschatten? Männliches. Ja, vielleicht reagieren ist das. Vielleicht liegt es irgendwie an dem. Ich hatte irgend so eine Mod reingemacht, vielleicht liegt es daran. Muss hier jemand ein- oder aussteigen? Was für ein Mod? Nee, guck mal hier, wenn man jetzt hier guckt, hier ist Sonne und hier ist Schatten von den Häusern. Das heißt, es liegt nicht an meinem Omsi, sondern weil die Sonne gerade. LOL. Ach egal. Versteht sowieso. Ich hab gerade mein Bus umgebockt. Oh. Wir haben es. Paul, spielst du eigentlich... 15.10 Uhr. Paul, spielst du auch manchmal die auf deinem Steuerknüppel vom G27 da oben drauf, dieses Plastikding? Machst du das auch öfter mal ab und wieder drauf? Ja, ein Teil abgebrochen. Oh, ja. Ich mach das die ganze Zeit ab und wieder drauf, dann vertreibe ich mich langweilig. Ja, bitte? Wir haben 14.10 Uhr, du hast die Uhr noch nicht umgestellt. Ja, wir haben 15.10 Uhr. Ja, ah, nee, mein 14.10 Uhr. Ach, meine scheiß Armbanduhr. Mann. Warte, 15 Uhr... Ja, ich glaube, meine PC-Uhr auch noch falsch. Ja, ich bin total verwirrt. Heute Morgen wusste ich nicht, welche Uhr jetzt richtig geht. Die PC-Uhr geht immer richtig. Du Affe. Ich hatte gestern in der Omsi-Szene, hatte ich gelesen, da hatten zwei Leute ausprobiert, was passiert in Omsi, wenn die Uhrzeit umgestellt wird. Und was? Da ist gar nichts passiert. Und dann, die hatten so Bilder reingestellt, die dann geht geil aus. Aha. Ich möchte Wetter leiten. Aber letzte Nacht war komisch, so 2 Uhr nachts, auf einmal die Handy-Uhr ging nicht weiter. Ich glaube, 2 Uhr stecken geblieben. Du musst dich selber umstellen. Ja, ich bin heute Nacht mal aufgewacht, weil hier übelst Sturm war. Ah, ich hab gar nicht schlafen. Ich hab eine Stunde geschlafen, allerhöchstens. Ja, genau, ich nehme Moskauer Wetter. Das könnte ja gut sein. Moskauer Wetter. Ich hab's WhatsApp geschrieben. Ja, Moskau ist bestimmt schon sibirische Kälte. Ach stimmt, du warst gestern Nacht noch bei Mackis um 2 Uhr, ne? Hatte ich gelesen. Ja, klar. Wo der Madi geschrieben hat in der Rutsche, oder? Ja, da bin ich stecken. Ja, Junge, sich ja runterholen und so. Alle Bläser, die noch keinen Ständer haben, gehen bitte hoch und holen sich einen runter. Ja. Geil. Neulich im Orchester. Dachchen. Anfang Zopp, Ende Zopp. Nee. Anfang Zopp, Ende Pappelwiese. Ich fahr die Linie ab. Muss ich jetzt hier rechts oder links fahren? Nee, geradeaus. Wiesenhof.
Hilfe. Das ist Schleichwerbung. Gut. Wahrscheinlich ist der Erbauer gern Wiesenhofer. Wiesenhof, das ist Tierquäler. Ja, die Brutzler. Ey, das ist aber auch gut gestaltet hier, finde ich. Die ganzen die Einfamilienhäuser. Brutzler. Von Wiesenhof. Ja, vielleicht die Shrubberies, oder wie man das nennt. Ein bisschen hoch, aber... Shrubberies. So, wann habe ich denn Abfahrt in 22 Minuten? Okay. Ja, mein G27 löst sich. Ach, ich hab's unten ja auch gar nicht befestigt, ja, fällt mir gerade ein. Ich fahre gerade am Bolle-Supermarkt vorbei. Ich mache mein G27 gar nicht mehr so fest, seitdem mir das einmal abgebrochen ist. Das war so geil. So bin ich ja, jetzt hier. Vostapper Straße. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ich habe irgendwie zu fest zugemacht. Dann war der erste Mal das eine abgebrochen, das ging ja noch. Und dann irgendwann ist das zweite auch abgebrochen. Ey. Und dann habe ich halt die Dinger von meinem alten Teil losgetiert. Diese Hauten, genau. Bei Timebus geht es in das Ding. So einfach mal aufmachen und rausnehmen. Ja. So, jetzt bin ich auch bei Wiesenhof. In der Hagerstraße. Ich bin gerade in dieser roten Ampel, wo es links zum Stadtgang muss. Ah, ist ein GL-Auto. Ich habe gerade auch eins vor mir. Ja, ich trau dir nicht. Nee. Ja, ja, genau dich meine ich, ja. Nein, das nicht. Okay, hier möchte niemand rein. Dann Vollgas und weg. Das ist ein Polizeiauto. Ich könnte mal ein Fenster aufmachen. Ich mach mal reales Wetter an, aber dann regnet es hier bestimmt jetzt. Wo sind die 8? Wo muss denn lang? Bei mir fährt ein Schnee. Ich hab doch gesagt, es regnet. Au, meine Scheibenwischer haben keinen Sound. Ich mach doch den Regen wieder aus. Lol, wo muss ich denn lang? Meine Scheibenwischer haben keinen Sound, fail. Bei mir regnet es, aber ich hab kein Ding auf der Scheibe, kein Regen. Ja, ich schon, aber meine Scheibenwischer haben keinen Sound, fail. Ach egal, okay, fahr ich einfach mit drum. Jetzt auch nicht, ich muss... Oh, 17 Grad sind hier drin und draußen sind es 13, dann mach ich mal besser die Klimaanlage an. Ich hab 16 Grad. Ist mal so geil, wenn man nasse Haare hat vom Regen und dann geht man irgendwo hin, wo Klimaanlage läuft. Und dann? Weiß ich nicht, kriegt man Erkältung oder so. Ich hab nach dem Schulunterricht immer Erkältung. Alter, ich war übelst langsam und bin immer noch pünktlich. Nee, ich bin eine Minute zu spät. Okay, die Ansagen sind jetzt nicht allzu geil, beziehungsweise Geschmackssache, aber bei mir werden gar keinen abgespielt, obwohl ich es installiert habe, aber... was will man machen? Die Map ist an sich gar nicht schlecht, wirklich. Aber wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Die Map ist geil auch mit diesen ganzen Bodenschäden, ja, ja, das ist zwar nicht neu, aber... Das waren zwar die Ölbe, das kennt man halt noch von Freifurt, aber... Ich finde es trotzdem richtig gut gestaltet, auch diese Nebendetails wie Stromkästen. Ja, oder auch St. Ilse kommt ja bald auch die neue Version raus. Da freue ich mich auch schon drauf, geil. Weil das sieht richtig geil aus. Ja. Aber ich glaube, der wollte doch noch irgendwie warten, weil er irgendwie eine Baustelle machen wollte, wo es dann zu gewissen Zeiten Umleitungen gibt. Hatte ich auch mal. Okay, die Ansage für die Marienkirche ist echt unnötig. Ah. Er braucht 1989. Jo, von den Leuten. Aber um sie zwei geht das ja erst mit diesen ja, deswegen. Sachen, ja, ich will gar nicht. Ey, ich hasse es, ne? KI steht so lange, ja? Bis orange ist, dann fährt die Scheiße und ist rot und ich kann nicht mehr fahren, ne? Ey, warum fährt hier so ein verbummelter Smart rum? Verbummelter Smart. Ach, Smart. Pass auf, dass du keinen Gegenwind bekommst, sonst liegst du auf dem Dach. Ja, du musst jetzt auf Heckklappe sorgen. Füße hoch, dick und flach. Ja, lass mich doch. Liegst auf. Will Manfred bei mir mitfahren? Nein. Aha, du willst mit, aber ich lasse dich nicht rein. Motherfuck. Geil, meine Aufnahme läuft noch. Motherfucker. Was, du hast die Aufnahme nicht gemacht? Nein, ich habe die Aufnahme nicht gemacht. Natürlich habe ich die Aufnahme gemacht. Ich leck mich im Arsch. Natürlich, die läuft auch immer noch. Okay. Dann bin ich ja beruhigt. Ja. Ich werde mit dir gleich, irgendwann kommt hier einer in den Channel rein. Was machen wir hier? Habt ihr den OMSI 2 Trailer gesehen? Ja. Jo. Der ist. Was mich nur irritiert, es gibt drei Trailer. Einmal den Null! In Deutsch. Du Huren-Mercedes! Ja, ruhig. Es gibt irgendwie. Nee, ich glaube, es gibt sogar vier Versionen. Es gibt einmal in Deutsch, der ist kurz, dann in Englisch, der ist kurz, dann gibt es eine lange Version und dann gibt es auch noch eine ganz kurze. Ich habe die deutsche kurze gesehen und die normale lange. Mhm. Übrigens, also, bei aerosoft.de steht jetzt im Vorverkauf auch bei OMSI 2 unten das mit Steam. Das haben die jetzt hinzugefügt. Okay. Ja, und? Ich bestell mir das jetzt den nächsten, also jetzt. Hallo, dann kann das auch in den Steam Sale kommen, überlegt mal. Ah, ich bin da, ich bin Endhaltstelle. Aber es gibt jetzt schon wieder Gerüchte über den Multiplayer, aber ich glaube da nicht wirklich dran. Nee, Schwachsinn. Glaube ich nicht. Ja, das hätten die auch viel länger gebraucht.
Wobei es gab auch jetzt schon Gerüchte, dass die gar nicht krank sind, sondern nur nicht fertig geworden sind und deswegen jetzt das verschieben wollen, aber das glaube ich nicht, weil... Ja, Gerüchte, das sind Gerüchte, das hat sich irgendjemand mal ausgedacht, ja, ja. Idioten, die weil haben es geglaubt. Über Krankheiten macht man keinen Spaß. Nee. Ich bin jetzt an der Endhaltestelle, also... Ich nicht, ich bin noch bei der... Ich bin gerade bei der Hagerstraße abgefahren und vor mir kommt so ein scheiß Polo und ich will die pushen oder was das auch immer für ein Auto ist. Nee, ein Golf. Das ist an der Ampel da, ne? Ja, die eine Ampel. Ja, wo der fährt bei Orange und dann ins Rot. Ja, nee, hier ist so ein blauer Golf. So, ich schieße jetzt gleich mit F11, wenn er jetzt nicht fährt, bei Grün. Langweiler. Hub nicht. Aber im OMSI 2 Trailer, der Überlandbereich, habt ihr mal die Straße gesehen? Das ja, das ist richtig geil, der Überlandbereich. Ey. Aber anscheinend ist die neue Linie gerade mal 5 Kilometer lang. Ja, aber... Okay, aber, ich darf das nicht erfahren. Die Linie 92, die gibt es ja jetzt auch verschiedene. Einmal, wo die bis über die Grenze geht, ja? Ja, ich bin mal gespannt. Mauerfall und bis nach Mauerfall. Das heißt, man kann die Linie 5 erst nach dem Mauerfall fahren, oder wie? Hab ich das richtig verstanden? Ja, ich glaube schon. Das sollen die mal auf dem Brett greifen. Ja, das ist richtig gut, ja. Auch das hat man auch mal im Gamescom Video gesehen, dass das KI-Autos aus dem Auspuff ja. Abgase. Ja, Abgase. War jemand von euch auf der Gamescom? Nee. Nein. Mir viel zu voll. Erfurter Straße bin ich jetzt erst. Aber ich mach schon mal Platz am Anfang. Eine Endhaltestelle, damit du auch reinpasst. Fährst du nochmal zurück, oder? Nee, vor. Also ich finde sie richtig gut gemacht, die Map. Die ganzen vielen Details und auch die Landschaftsgestaltung. Ja, auch ein kleiner Bug in der Enthaltung ist jetzt. Ja, das war aber in Wien auch teilweise. Keiner ausgestiegen. Dann lang, wo muss ich lachen? Warte, fahren wir natürlich einen Abbruch. So, jetzt bin ich am Stadtkrankenhaus. Ach, Terminus Stadtkrankenhaus. Das ist ja gerade meine kleine Haltestelle rechts. Ja. Oh, ich habe eine Todesverletzung. Ey, ist ja cool. Fahrplan abgebrochen, jetzt stellt der automatisch auf Betriebsfahrt. Ja. Oh, das ist ja sehr geil. So, dann lass ich die mal hier raus. Ne, bei mir steigen alle aus. Auch pünktlich. Hier Holz. Ja, jetzt hat er umgeschildert Richtung A, Alt-Tengel. Ja, und wenn du Fahrplan beendest, dann... Ah, da ist ja jemand reingekommen. Alter, boah, die Bremsen beim Neoplan sind gar nicht geil. Gut. Dann beende ich an dieser Stelle mein zweites kommentiertes Let's Play. Anwesend waren Paul und Kevin und ich würde mich über euren Kommentar zum Video freuen und ja, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich auch. Ciao. Ciao. Tschüss. Schinken.